Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus mit Newcastle United. Wir sind wieder am Start mit einer neuen Episode. Heute geht es gegen Anderlecht und in der Liga gegen Manchester City. Das heißt, es wird eine richtig schwere Episode, denn gegen Anderlecht haben wir ja schon in der Champions League bereits 1:1 gespielt und jetzt gegen City wird das auch nicht so einfach, denn wir spielen auswärts im Etihad. Das heißt, wir müssen uns richtig anstrengen, aber das wollen wir natürlich auch tun und wir versuchen es mit einer Aufstellung, die ja seinesgleichen sucht, mehr oder weniger, denn wir spielen erstmal, okay, wir gucken einmal den Monatsbericht der Jugendmannschaft an, wir haben aber nichts sonderlich Interessantes, deswegen lassen wir das genauso, wie es ist. Auch Ortiz, Palasonak, Bonlau, was einfach der beste Name aller Zeiten ist. Janmann möchte wechseln, das ist verständlich, das kann ich auch vollkommen nachvollziehen, aber jetzt geht es erstmal um unsere Kaderaufstellung, beziehungsweise um unsere Aufstellung gegen Anderlecht und wir spielen mit Remy und Reus als Doppelspitze, wir gehen mit Stindl auf der 6 und Ibrahimovic als 10er in die Partie. Niang geht auf die rechte Verteidigerposition und Sané rückt raus, dafür kommt natürlich, was für eine Frage, Nastasic rein, der seit Ewigkeit nicht mehr gespielt hat. Kabeja geht auf die linke Seite, unser wiedergenesener, ja quasi 10er normalerweise, aber da steht ja jetzt halt Ibra, deswegen geht das ja nicht. Dazu kommt noch Begovic wieder ins Tor für Zieler und das sieht dann schon ziemlich, ziemlich stark aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze laufen wird. Ich weiß es natürlich schon, aber ihr werdet es gleich erst sehen. Ich hoffe, euch gefällt die Episode. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Vielleicht schaffen wir ja wieder 1000 Likes für den Karrieremodus. Durchaus möglich, denn ihr liebt diese Serie ja so, wie es scheint. Und jetzt gehen wir rein ins Spiel gegen Anderlecht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und bis gleich. Während das Hinspiel zwischen der Talentschmiede aus Anderlecht und dem Emporkömmling aus Newcastle noch 1:1 ausgegangen war, wollte Newcastle heute im heimischen St. James' Park natürlich 3 Punkte mitnehmen, um sich weiter in der Champions League Gruppenphase zu profilieren. Momentan auf Tabellenplatz 1 vor Paris Saint-Germain und bereits mit 4 Punkten Vorsprung auf den Tabellendritten. Dementsprechend sah das Ganze gut aus für die Engländer, für die Anderlechter nicht so sonderlich. Die Belgier auf dem letzten Tabellenplatz momentan mussten also gewinnen, um weiter dran zu bleiben. Zumindest ein Unentschieden war für die Jungen Pflicht. Aber das Ganze natürlich mehr als schwierig im St. James' Park. Der englische Meister war mit breiter Brust hier ins heimische Stadion angereist und wollte gegen unter anderem Juri Tielemans, der im Hinspiel erfolgreich war, natürlich eine gute Leistung abrufen. Das Ganze mit einer Startelf, die es in sich hatte, unter anderem in der Startelf Marco Reus, Zlatan Ibrahimovic und Loire Remy, alle drei in der Offensive, Ibrahimovic auf der 10, Kabay aber ebenfalls nach seiner Verletzung wieder da, auf der linken Seite rechts Niang, auf der 6 Lars Stindl, Innenverteidigung bestehend aus Laporte und Nastasic, rausgerückt war Sané, Begovic war wieder ins Tor gekommen für Ziel. Und das war dann wirklich schon eine sehr, sehr starke Aufstellung. Auf den Außen natürlich wie immer Chambers und Mendy. Bei Anderlecht im Tor wie immer Silvio Proto, davor Van den Boren, Nighting, Mbemba und Sakala auf der 6. Zusammen mit Thielemann spielte Defour, davor Andy Nachar, Sascha Kjaerslan und Pratt. Und im Sturm natürlich der Superstar, das Talent Alexander Mitrovic. Eine sehr starke Aufstellung also und die beiden Teams waren so gesehen zumindest im Hinspiel auf Augenhöhe. Im Rückspiel sollte das Ganze anders laufen. Wir gehen rein in die erste Szene der Partie und die war gleich richtig gut für Newcastle United, denn sie gegenüber Chambers. Chambers nach dem Einwurf von Niang auf Ibrahimovic, der mit dem guten Pass auf Reus, der setzt sich durch, ist im 16er, könnte abschließen, macht das nicht, wartet, macht das klug, zieht zurück, legt den Ball in die Mitte, da steht Loire Remy, nicht genug gedeckt, 1:0, 6. Spielminute und zack, stand es, na wieder 1:0, wieder eine Führung für Newcastle United, früh in der Partie, wunderbar gemacht vom Sturmduo Reus und Remy. RR war hier quasi richtig gut in die Partie reingegangen, mit breiter Brust, wie bereits angesprochen, und Proto ist da Chancen los gegen den Schuss des, ja in letzter Zeit so erfolgreichen Franzosen. Es ging weiter mit Ibrahimovic, schlau gemacht, weiter durchgelaufen und der Schuss aus der Distanz, Proto ist diesmal da. Es blieb bei dieser Chance hier nach 12 Minuten und dementsprechend beim Spielstand von 1:0. Nach 15 Minuten ging es wieder weiter, aber Marco Reus, der macht das wieder. Klasse, der Schuss aber diesmal gehalten von Proto. Ja, es blieb beim 1:0 und das war das Problem. Es fehlte an Präzision, wenn Anderlecht nach vorne kam, das war im seltensten Fall mal der Fall, dann sah das meistens so aus hier. Der Konter eingeleitet über Marco Reus, mal wieder sehr aktiv in der ersten halben Stunde, setzt sich hier klasse durch gegen die beiden Verteidiger in Sakala und natürlich auch gegen Mbemba. Die Flanke in die Mitte war zu unpräzise und wie gesagt, das war so ein bisschen das Problem, denn das 2:0 fiel einfach nicht. Es wollte einfach nicht fallen und das könnte natürlich zum Verhängnis werden. Wieder Reus nach knapp 25 Minuten mit dem Pass auf Remy und Proto ist da, hält diesen Ball. Auf der anderen Seite gab es dann auch die erste Chance, denn wie gesagt, die Präzision kann ja schaden. Auf der anderen Seite Pratt auf den Sakala. Ein Sakala, ja, der macht das hier noch schlecht, aber dann auch wieder schlecht gemacht von Chambers. Wieder unpräzise auf Pratten, Sakala nochmal mit dem Ball in die Mitte auf Tielemans, der Torschütze aus dem Hinspiel scheitert hier an Begovic, wieder die linke Ecke anvisiert, aber diesmal nicht getroffen, der Bosnier mit einer guten Parade zur Halbzeit, 1:0 für Newcastle, die Verteidigung, das Touch hatte genauso ihren Job gut erledigt wie die Offensive um Reus, aber es musste auf jeden Fall noch was passieren, wenn man hier dieses Spiel nach Hause fahren wollte. Es ging in der zweiten Halbzeit direkt wieder gut los, Laporte rückt mal aus der Verteidigung raus, der Pass in den Lauf von Loire Remy, aber der Franzose, ja, steht nach dem Pass seines Nationalmannschaftskollegen knapp
knapp im Abseits, war eigentlich gut gemacht, der Laufweg war in Ordnung, der Abschluss aber sowieso daneben, von daher nicht so schlimm. Auf der anderen Seite passierte dann erstmal nicht mehr viel allgemein, passierte nicht mehr viel, das Spiel verlagert sich ins Mittelfeld, wenige Chancen, aber wenn, dann kamen sie richtig, richtig gut. Der fuhr mit dem Ball auf Kiesta an und er hat die größte Chance für Anderlecht. Die Belgier stabilisiert aus der Halbzeit gekommen, aber weiterhin nicht erfolgreich vor dem Tor. Und dann gab es die größte Chance für die Männer aus Belgien. Freistoß und natürlich ausgeführt von Juri Tielemans. Der 18-Jährige übernahm alle Standards bei den Anderlechtern und das zu Recht, denn die kann der richtig gut. Der Mann mit der Nummer 31 bringt den Ball jetzt hier gleich in die Mitte und da kommt ein Sakala zum Kopfball und Begovic muss eingreifen. Beste Parade im Spiel vom Bosnier. Natürlich ein wunderbarer Reflex, den muss man erstmal so halten. Abgewehrt zur Ecke und aus dieser Ecke sollte sich dann was ergeben und zwar für Newcastle. Kommt rein, Neuting kommt nicht ran und Reus kann den Konter einleiten. Scheitert erst an Sakala, holt sie den Ball auch von Conte wieder und macht das dann gut. Hat nämlich Platz und nutzt sein Tempo aus. Ist schneller als der Verteidiger der Anderlechter. Ist auch schneller als Vandenborre. Der Ball wunderbar auf Remy. Remy im Laufduell mit Defour ist schneller als der Belgier. Setzt sich durch, zieht in die Mitte. Der Pass erst noch zu unpräzise wie immer. Kriegt den Ball nochmal wieder, versucht es alleine abgewehrt. Reus ist da. 2:0, 79. Minute. Die Entscheidung im St. James' Park. Newcastle mit dem 2:0 endlich mal zu Ende gespielt. Der Angriff, der Schuss von Remy uneigensinnig. Ja, davor der Pass, der war fehlgeschlagen. Dann der eigensinnige Schuss, obwohl auch schon früher hätte auf Reus oder Ibrahimovic passen können. Aber der Abpraller von Proto zu Reus und es stand 2:0. Danach wurde gewechselt Monane, Nightingale und Oxlade-Chamberlain kam in die Partie. Das heißt nochmal ein bisschen junges Potenzial und sie konnten direkt kontern. Über den eingewechselten Oxlade-Chamberlain ging das nach vorne und sah richtig gut aus. Gegen Sakala ist mal wieder schneller und setzt sich hier gleich wunderbar durch mit der Körpertäuschung. Der Ball in die Mitte, da ist Reus, legt weiter auf Remy, stellt er dann Proto, aber noch war die Aktion nicht vorbei. Monane holt sich nämlich den Ball und flankt nochmal in die Mitte, da ist wieder Remy und dann ist ein Sakala wieder da, geklärt, aber auf Oxlade-Chamberlain, der liegt wieder ab auf Monane, der liegt weiter auf Cabella, der versucht aus der Distanz und Proto ist da, immer noch nicht vorbei. Chamberlain mit der direkten Flanke, Remy im Kopfball dagegen, Neuting, 3:0, 90. Minute, der Franzose mit dem Doppelpack in der letzten Sekunde der Partie, es war die letzte Chance und es war das 3:0, wunderbarer, gelöffelter Kopfball über den Keeper, da kann Proto absolut nichts machen. Chamberlain mit der guten direkten Flanke, dem Assist nach Einwechslung, so muss das laufen. Nur das war es dann auch von der Partie. In der Höhe gewinnt Newcastle, vielleicht am Ende etwas zu hoch gegen Anderlecht nach der ersten Halbzeit, war es aber verdient. Begovic mit einer Klasseleistung, genau wie der Rest des Teams. MGT war zufrieden und die Fans, die können sich freuen, denn Newcastle ist so gut wie durch die Gruppenphase der Champions League 2017-2018. Das würde, ich sagen, war nochmal ein relativ souveräner Sieg gegen die Belgier. Besser geht's eigentlich gar nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Doppelpack von Remy und ein Tor von Reus. Das heißt quasi, wir haben drei Stürmertore in dieser Episode. Ibrahimovic hat zwar nicht getroffen, aber war natürlich auch sehr wichtig. Wird aber in der nächsten Episode wieder ersetzt werden durch Cabella auf der 10. Im nächsten Spiel werden wir erstmal rotieren, denn ganz ehrlich, wir können nicht auch mit der gleichen Startaufstellung spielen, vor allem wenn wir in der Liga und in der Champions League und im Pokal und noch einem Pokal sind. Das heißt, wir müssen irgendwann mal andere Spieler zum Zug kommen lassen. Und wir haben ja sowieso relativ viele Jugendspieler, die auch ihre Chance haben wollen und die sind auch gut genug, um gegen Manchester City zu spielen und genau das werden sie auch tun. Ihr werdet gleich sehen, was für eine Aufstellung wir rauspicken werden. Wir motivieren erstmal unsere Truppe, denn gegen Cavani und Co. wird das nicht so einfach werden. Allerdings spielen ja die Top-Teams immer mit B11 gegen uns. Von daher haben wir vielleicht eine etwas größere Chance, auch wenn natürlich die Halbstärke von City nicht zu unterschätzen ist, aber wir werden das Ganze gleich natürlich erst sehen. Wir werden aber vorher, wie ich gerade bereits angemerkt habe, nochmal die Startaufstellung machen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr zufrieden mit Nastasic. Der hat sich extrem gut verkauft in dem Spiel gerade eben. Das hatte ich nicht erwartet, aber das bringt ihm Startelfplatz gegen City ein, denn Laporte geht erstmal raus, Nastasic ein bisschen fitter noch, beziehungsweise, kann einfach auch mal fit sein, weil Laporte, ne, der wenn er verletzt ist, dann ist er schlimm. Wenn, Nastasic verletzt ist, das nicht so schlimm. Sané wird übrigens neben Nastasic wieder seine Chance erhalten. Auf links geht Thauvin. Rechtsverteidigerposition wird Inigo Martin spielen. Rechtes Mittelfeld, Oxlade-Chamberlain. Also wir sind wirklich hier am Rotieren bis zum geht nicht mehr. Altobelli geht auf die 6. Monane bleibt draußen. Der wird aber später eingewechselt werden, garantiere ich euch. Das weiß ich nämlich jetzt schon. Warum ich das weiß, weiß ich auch nicht. Sippel bleibt ganz draußen. Warum, das weiß ich wiederum nicht. Ich habe den wohl einfach nur übersehen, was ein bisschen schade ist. Aber gut, der wird auch seine Chancen noch bekommen und wird auch noch spielen. Wäre besser gewesen als Altobelli auf der 6. Aber auch sowas kann mal passieren. Und so spielt der Italiener und der Spanier wird eingewechselt, was auch nicht so schlecht ist und ich würde sagen, damit gehen wir auch rein in die Partie. Es wird interessant, das kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen. Warum, werdet ihr gleich sehen. Mal sehen, ob wir wieder einen Sieg einfahren können. Wir können übrigens Tabellenführer werden mit einem Sieg gegen City. Das heißt, wir müssen uns reinhauen. Bis gleich und viel Spaß.
Das heimstarke City gegen das momentan unschlagbare Newcastle. Ein sehr interessantes Duell im Etihad Stadium. Manchester natürlich mit einem ähnlich starken Kader wie die Magpies. Dementsprechend mit vielleicht den größten Chancen in der Premier League dieses Team, das momentan auf dem Tabellenplatz 2 hinter ihnen selber stand, ja quasi zu stoppen. Allerdings wäre Newcastle mit einem Sieg vorbei an City. Dementsprechend natürlich die Motivation äußerst groß bei den Männern aus dem Nordosten Englands. Und auf der anderen Seite stand eine Elf, die natürlich wusste, dass sie Qualitäten hatte, um dieses Team zu schlagen. Dementsprechend waren auch die nicht minder motiviert, gerade um den ersten Tabellenplatz zu behalten. Wir schauen gleich auf die Startaufstellung im Etihad Stadium. Natürlich wunderbares Wetter an diesem Fußball-Samstag. Begovic war immer noch im Tor, Zieler ja quasi wieder rausrotiert, beziehungsweise verdrängt von Bosnien, der gute Leistung in der Champions League gebracht hatte. Bei City im Tor, Caballero davor, Sanja, Ayhan, Mangala, Kolarov, Fernando und Touré auf der 6, Navas, Nasri und Minala im offensiven Mittelfeld und Costa als einzige Spitze. Kompanie, Hart und Cavani beispielsweise nur auf der Bank, genauso wie David Silva. Dementsprechend ordentlich Qualität zum Wechseln, aber auch so sah die Mannschaft natürlich schon gar nicht mal so schlecht aus. Auf der anderen Seite Begovic, wie gesagt, im Tor, aber Rechtsverteidigerposition ungewohnt für Inigo Martinez, Innenverteidiger Nastasic und Sané, Laporte dementsprechend nicht in der Startelf. Mendy auf der linken Seite, Alto Belli auf der 6 davor, Oxlade-Chamberlain, Thauvin, Nightingale von der Start an auf der 10, Campbell und De Jong im Sturm. Das heißt, ein flinker und ein kopfballstarker Diego Costa war beides, dazu noch physisch stark. Er sollte die Tore schießen für Manchester City, wollte das natürlich auch tun und sie starteten richtig gut in diese Partie, waren das bessere Team in der Anfangsphase. Touré hier im 16er mit dem Pass auf Fernando. Fernando weiter auf Minala. Minala versucht zu schießen, Sané wirft sich dazwischen. Wunderbare Klärungsaktion von Senegalesen und der geht gleich nochmal dazwischen. Ja, Touré's Schuss wird ebenfalls von ihm abgeblockt. Richtig gute Aktion von Salif Sané, der in letzter Zeit ja nicht mehr so, ja quasi erste Wahl bei Newcastle United war, aber in der Situation hat er mal wieder bewiesen, warum er ein guter Verteidiger ist. Weiter ging's mit ja, Newcastle in der Offensive über Nightingale. Er macht das hier klasse gegen Fernando, setzt sich wunderbar durch. Der Ball auf Thauvin und der hat eine gute Idee, versucht die Flanke mit dem schwachen Rechten in die Mitte, aber in der Mitte fehlt es an Kopfballkraft, denn da steht nur Campbell momentan und der ist zu schwach. De Jong trieb sich ja auf der 10er-Position rum, das machte ein bisschen weniger Offensivkraft bei Newcastle. Auf der anderen Seite bei City umso mehr. Minala kommt hier nicht an den Ball, das Ganze wird gekontert über Nightingale und der macht das hier klasse, wieder mal gegen Ayhan mit wunderbarer Ballkontrolle. Der Pass in den Lauf von Campbell, kein Absatz vom jungen englischen Nationalspieler, setzt sich durch gegen Caballero, 1:0 für Newcastle, 28. Spielminute, der Führungstreffer für die Magpies und das war richtig schön gespielt von den beiden jungen Nationalspielern, wunderbar gemacht von Nightingale, der Pass auf Campbell im genau richtigen Zeitpunkt, der setzt sich dann klasse durch gegen Touré, auch Agüero mit nach hinten, geil, kann nichts mehr machen und ja, im Endeffekt ist Caballero dann auch chancenlos. Es ging weiter mit Chancen für City, Costa verfehlte knapp das Ziel, der neu transferierte Spanier, es blieb beim 0:1 und es gab keinen Torschuss bisher in dieser Partie für Manchester City, die versuchten es weiter nach vorne, aber sie kamen nicht wirklich vor das Tor von Begovic, wenn dann über Navas und Alto Belli hier mit einer klasse Chance. Auch das nicht als Torschuss gewertet. Nach 37 Minuten wartete City weiter, danach war Halbzeit. Es blieb beim 1:0. Manchester City also ja, in Rückstand und das zu Hause, das erlebten die Fans im Etihad relativ selten. Newcastle wieder mal in Führung, die machten eine richtig starke Partie und in der zweiten Halbzeit ging es genauso weiter. City brauchte lange, um irgendwie reinzukommen, wechselte dann und zwar Silva für Navas ein. Das ist ja der Spielmacher und mit der torgefährlichste Spieler bei den Citizens. Dementsprechend sollte es mit ihm besser werden. Es wurde aber nicht zwingend besser, denn sie kam auch nach 54 Minuten immer noch nicht zu ihrem ersten Torschuss. Einwurf von Mendy. Thauvin spielt hier wunderbar weiter auf Nightingale und läuft dann hinter Mendy her. Quasi hinterläuft er ihn und Mendy macht das gut. Spielt nämlich direkt jetzt auf seinen Landsmann. Da ist Sanja mittlerweile rausgegrätscht, eingewechselt ebenfalls. Und dann kommt die wunderbare Flanke. Oder auch nicht, denn Thauvin war wirklich nicht gut drauf. Wurde nach der Situation auch ausgewechselt. Für ihn kann Draxler in die Partie und Shuttleworth Monane kam für Marco Altobelli. Der Italiener also raus, der Spanier rein und der Franzose raus und der Deutsche rein. Dementsprechend nochmal neues Potenzial. Aber City war das größere Problem, denn die brachten einfach nach vorne absolut nichts. Sanja war übrigens nicht eingewechselt, sondern wurde ausgewechselt für Kompany. Der sollte für defensive Stabilität suchen. Allerdings, naja, brauchten sie vor allem offensiv erstmal Stabilität, denn da ging absolut gar nichts. Hier gab es mal einen Foul von Sané, das gibt die gelbe Karte. Außerhalb des 16ers aber gegen Diego Costa. Er machte sonst ein sehr starkes Spiel, der Salif Sané. Verhinderte so gut wie alle Situationen, die City nach vorne brachte. Hier aber ja, ein bisschen zu ungestüm gegen den spanischen Rekordtransfer. Es ging dann weiter mit Offensivkraft bei City. Minala, der 10er, ging raus. Dafür kam Cavani in die Partie. Dementsprechend noch mehr Offensivkraft und direkten Freistoß. Und zwar der auf Sanés Foul. Touré flankt. Und wer kommt dran? Niemand. Das Ganze wird in den Konter enden und der wird unterbunden von Fernando. Es gab nicht die gelbe Karte für dieses taktische Foul, aber nicht so wild, denn es blieb ja beim 1:0. Dementsprechend brauchte Newcastle ja nicht nach vorne machen, theoretisch. Kolarov hier nach 80 Minuten mit dem Ball auf Silva. Der versucht mal mit der Flanke in die Mitte, aber wieder kommt da niemand dran.
dann rausgeköpft von Nastasic nochmal reingebracht und Ayhan, ja, der Ball kommt auf Diego Costa, wieder verhindert, diesmal von Diego Martinez und jetzt rollt der Konter über Nightingale, der geht erstmal ein paar Schritte gegen Yaya Touré und versucht dann den Pass zu spielen, aber Campbell war nicht bereit, beziehungsweise hatte sich quasi wieder aus dem Bereitzustand verabschiedet. Mangala kann den Ball klären, treibt den weiter nach vorne, Pass auf Yaya Touré, der macht das gut, verliert den Ball aber gegen Monane, der auf Nightingale, Nightingale weiter auf Campbell und der ist zu schnell für die defensive Kompanie eingewechselt, kann der noch irgendwas machen? Ja, kann er, und zwar das Foul in der 86. Minute gegen den frei durchseilenden, ja, Campbell, dementsprechend gibt es die, ja, gelbe Karte nur, warum auch immer, vielleicht dachten sie, da kann noch jemand einschreiten für Kompany, der freut sich auch darüber, dass er das Tor erstmal verhindert hat und es gibt aber trotzdem den Elfmeter für Newcastle United, natürlich eine Angelegenheit für Callum Nightingale, der junge Engländer, bereits ein Tor vorbereitet, das wäre sein zweites gewesen, jetzt darf er eventuell selber ein Tor machen, was natürlich auch sehr schön wäre, gegen Willy Caballero, er lässt sich viel Zeit zum Punkt zu schreiten, lässt sich dann absolut gar nicht viel Zeit, schießt den Ball nach links in die obere Ecke, Caballero bleibt stehen und steht 2:0 für die Magpies, die Fans vollkommen aus dem Häuschen, die mitgereisten Toons, richtig gut gelaunt, natürlich verständlich, denn beide jungen Nationalspieler der englischen Nationalmannschaft hier mit einem Treffer und ja, beide quasi so gesehen auch mit einem Assist, denn Campbell hat ja quasi vorgelegt für Nightingale und Nightingale für Campbell, dementsprechend 2:0 und die endgültige Entscheidung, Newcastle United gewinnt auch dieses Spiel gegen Manchester City, die wollten sich allerdings nicht so schnell geschlagen geben und kamen tatsächlich nochmal nach vorne in der 90. Minute und es kam, was kommen musste, der erste Torschuss nach, ja, 94 Minuten, Nasri hier gegen Begovic, der hält den Ball und auch der Nachschuss von Fernando ist nicht drin, wir sehen ja, wir holen nochmal, das war ganz schön knapp, da hätte Begovic eventuell gar nichts machen können, aber es blieb dabei 0:2 aus Sicht von City im Etihad, das gab es das letzte Mal vor über 6 Monaten und Newcastle United mit dem Sieg gegen Manchester City, Nightingale und Campbell als Torschützen und jetzt steht Newcastle wieder auf Tabellenplatz 1 der Premier League, der Meister also versucht seinen Titel zu verteidigen und City, ja, die sind erstmal weg, stehen noch auf dem zweiten Platz, aber müssen sich anstrengen, um irgendwie an diesen Top in Form seinen Newcastles vorbeizukommen. So, das war, denke ich mal, ein relativ ansehnliches Spiel. Wir heißen natürlich nicht Newcastle, sondern Magpies. Aber das ist vollkommen egal, denn wir gewinnen gegen Manchester City, was sehr, sehr schön ist. Beide Tore von jungen Spielern erzielt, beide Tore von Nachwuchsspielern erzielt, beide Tore von Engländern erzielt und eins von meinem absoluten Lieblingsnachwuchsspieler, Callum Nightingale, unserem Five-Star-Skiller. Wir stehen auf Tabellenplatz 1. Dementsprechend haben wir wenig zu verlieren, beziehungsweise jetzt umso mehr zu verlieren. In der nächsten Episode wenig, in der Sicht, dass wir einfach wunderbaren Fußball spielen und viel, da wir mit einer Niederlage quasi wieder Tabellenplatz 2 zurück erobern, in Anführungsstrichen, könnten. Aber das wollen wir natürlich nicht machen. Nächste Episode gegen Aston Villa. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.